Mit Dominik selber haben wir ja auch schon geredet. Was waren Ihre ersten Worte am Telefon? Eben so, ja, nein, es ist schwierig zu sagen. Viel haben wir nicht gehört. Wir waren beide vor allem am Schreien gewesen. Es ist recht laut zu und her gegangen. Wie haben Sie jetzt die Abfahrt miterlebt? Wo haben Sie sie geschaut? Wir haben sie daheim als Familie geschaut. Und also ich war im kleinen Fernsehen gewesen, im Wohnzimmer. Und der Beat und der Marc und Michel haben es an einem etwas grösseren Bildschirm geschaut. Warum haben Sie es nur am kleinen geschaut? Ja, es reicht, wenn ich es klein sehe. Es ist sonst schon genug aufreibend. Weil meine Mann macht sich an mich sehr fest Sorgen. Und ich bin dann, wir sitzen dann so dort und dann Mom, einschnaufen, ausschnaufen, alles wird gut, entspannen, weil sie sitzt dann an mich so da. Ja, weil sie hat halt schon viel erlebt und schon viele Rückschläge gehabt, viele Verletzungen. Und ja, es ist einfach immer, man hofft, dass einfach alles gut geht und sie gesund ins Ziel kommt und dass es vor allem, dass sie halt auch schnell ins Ziel kommt, muss man ja auch hoffen und dann ist es immer halt so eine riesen Aufregung. Hand aufs Herz, hättet ihr das erwartet? Erwartet ist ja schwierig zu sagen. Ich habe es irgendwie gespürt, jetzt ohne es eigentlich. Vielleicht halten mich alle für irgendeinen Psycho, aber seit 5 Tagen habe ich einfach so gedacht, das kommt keinem gut in dieser Abfahrt. Ich habe es einfach gespürt und ja, dass sie es mehr als verdient hat, ja, müssen wir sowieso nicht diskutieren. Und dass es gut, dass sie jedes Mal in den grossen Events sensationelle Fahrten gezeigt hat, das wissen wir. Leider ist es nie bis ins Ziel aufgegangen und ja, es hat müssen kommen. Und es ist unglaublich. Olympiasiegerin! Yeah! Jetzt hat man im Fernsehen ja noch mitbekommen, wie sie nach dem Rennen direkt mit den Grosseltern telefoniert hat. Ein sehr emotionales Gespräch. Wo haben dann die Grosseltern die Abfahrt geschaut? Ja, die haben daheim geschaut und die fiebern natürlich extrem mit. Schon seit vielen Jahren, Grossvater lang noch super Ski gefahren. Und ja, ist es dann natürlich auch überglücklich, dass jetzt das so passiert ist. Zuerst bin ich ja spontan ins Geschäft und habe einen Zettel an die Tür gemacht, wegen Olympiagold erst ab 14 Uhr offen. und jetzt sind wir dann im Geschäft am Nachmittag und so oben sehen wir dann. Sie machen wirklich noch auf? Ja, das weil wir wollen auch, es sind sicher sehr viele Leute, die auch vorbeikommen wollen und gratulieren und auch natürlich hoffen, dass sie das können machen können. Und natürlich auch anstossen, oder, mit uns und auf Dominik. Und das machen wir jetzt am Nachmittag. Ja. Es gibt also wahrscheinlich mehr das als andere. Ich glaube, hier wird wahnsinnig viel abgehen.